Willkommen zu Günstiger Kryptorente zum heutigen Video. Heute schauen wir uns den Vergleich zwischen Cointracking und Accounting an. Viel Spaß beim Schauen. Weil es so viele Fragen rund um Cointracking und Accounting gab, warum ich das eine und nicht das andere nutze, würde ich vielleicht das andere empfehlen. Was ist besser? Schauen wir uns das Ganze heute gemeinsam mal an. Gleich vorneweg, das Ganze ist weder eine Steuerberatung, noch irgendeine Anlageberatung. Da musst du immer selber entscheiden, wie und was du machst. Steuern sind wichtig, deswegen schau dir das Video auch gerne an. Vielleicht kannst du was draus mitnehmen. Auch gleich vorneweg, Cointracking ist zwar mein Partner, ich darf mich aber hier frei äußern und das werde ich auch. Dementsprechend versuche ich das Video so objektiv wie es geht zu gestalten und wenn mir was nicht passt, dann sage ich das Ganze auch, denn ich möchte nicht, dass du dich dann irgendwo anmeldest und am Ende enttäuscht bist. Was du auch wissen musst, unten in der Videobeschreibung findest du jeweils zu Cointracking, aber auch zu Accounting einen Link, wo du dich erst einmal kostenlos anmelden darfst. Das Ganze unterstützt natürlich mich, falls du dir dann dort ein Paket kaufst. Und du bekommst aber hier zusätzlich auch noch Rabatt auf die Pakete, was wir uns aber später nochmal genauer anschauen. Jetzt soll es hier aber losgehen. Wir beginnen hier bei Cointracking, das Ganze dürfte dir schon aus meinen vergangenen Videos vorkommen. Wir werden zwischen den beiden Seiten immer hin und her springen, wir schauen uns aber wie gesagt jetzt erstmal hier um. Cointracking gibt es seit April 2013, sie geben auch an, der Marktführer zu sein. Ich kann das Ganze hier nicht irgendwie vergleichen oder überprüfen, dementsprechend musst du selber schauen, wer für dich der Sieger ist. Aber du hast hier wirklich sehr viele unterstützte Münzen, wenn du dich anmeldest, sogar auch teilweise vergünstigte Konditionen für manche anderen Produkte. Und das Ganze ist hier aus Deutschland und zwar aus München. Ich nutze das Ganze selber, um das gleich vorne wegzugreifen, damit es hier wirklich keine Probleme gibt. Wir schauen jetzt nochmal zu Accounting rüber. Accounting ist eben das gleiche wie Cointracking. Du kannst hier nämlich dein Portfolio tracken, aber auch eine Steuererklärung machen. Das Ganze ist hier auf Deutsch. Das dürftest du dann alles ohne Probleme machen können. Und das Ganze kommt hier aus der Schweiz. Ist scheinbar auch recht gut bewertet und das war es eigentlich auch schon hier im ersten Überblick. Was bietet dir der beste Tracker, wenn du nicht deine Münzen oder Wallets eintragen kannst? Da musst du dir eigentlich keine Sorgen machen, weder bei Accounting noch hier bei Cointracking, denn es wird wirklich bei beiden sehr vieles angeboten. Du hast überall diese Übersichten, bevor du dich vielleicht irgendwo anmeldest und so weiter, probier einfach mal aus. Beziehungsweise schau einfach mal, welche Börsen, Chains und Wallets du benötigst, damit du hier zufrieden bist. Du kannst das Ganze zum Beispiel hier aussuchen. Was für mich natürlich das A und O ist, ist die Crypto.com App. Die wird hier angeboten, die wird aber auch hier bei Cointracking angeboten. Und zwar kannst du diese ganz einfach hier oben über Börsen, CSV-Datei und dann hast du hier Crypto.com. Hier bei Cointracking hast du den Vorteil, dass du auch die APY für die Exchange nutzen kannst. Das habe ich hier bei Accounting nicht gefunden. Das heißt nicht, dass es hier nicht gibt. Ich nutze hauptsächlich Cointracking, deswegen kenne ich mich dort besser aus. Falls das hier auch geht, dann lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und hier sind wir auch bei dem wichtigen Thema. Du kannst dich bei beiden anmelden. Das kostet dich nichts und du kannst das Ganze erst einmal ausprobieren. Und wenn du den Link unten in meiner Videobeschreibung nutzt und du dich im Nachhinein doch entscheidest, irgendein Paket zu kaufen, dann bekommst du hier noch Rabatt. Zu den Preisen kommen wir aber gleich. Wenn wir hier mal wieder zurückgehen und hier nach Bitbox suchen, dann finden wir diese hier nicht, denn das ist etwas anderes. Und wenn wir hier bei Cointracking mal schauen, da können wir auch auf die Übersichtsseite gehen. Und dann haben wir hier bei den verschiedenen Wallets, zum Beispiel hier auch Bitbox. Du hast auch Trezor oder Treasure oder wie auch immer man das aussprechen möchte und natürlich auch Ledger. Den Ledger finden wir hier natürlich auch. Ja, dementsprechend, es kommt wirklich drauf an, was du nutzt. Wenn du zum Beispiel Ledger nutzt, dann hast du wieder die Qual der Wahl. Wenn du Bitbox nutzt, dann musst du wirklich eher zu Cointracking gehen. Du siehst, ich springe hier wirklich hin und her, weil man das wirklich sehr gut vergleichen kann. Du musst einfach wirklich schauen, was passt zu dir besser. Wir schauen uns gleich nochmal das Dashboard an. Zuvor schauen wir jetzt einfach mal hier nochmal drüber, damit du einfach mal weißt, was es gibt. Denn du kannst hier nochmal das Ganze lernen. Das bietet dir Cointracking auch.
Das Ganze bei Cointracking ist aber leider in Englisch. Das macht nichts, denn es gibt hier noch Kontakt und FAQ. Du kannst hier wirklich immer im FAQ schauen, brauche ich irgendwas? Es gibt Dokumentation, es gibt die Community, es gibt Video-Tutorials, aber die sind wie gesagt leider auf Englisch. Und wenn du hier dann die Version hast mit Full Service, dann kannst du hier jederzeit alles überprüfen lassen und fragen und so weiter. Und natürlich gibt es auch hier den ganz normalen E-Mail-Support, dass du hier alle Fragen beantwortet bekommst. Dementsprechend denke ich, das Ganze ist doch ganz gut handelbar. Jetzt schauen wir uns mal die Preise an. Bei Accounting klicken wir hierzu oben auf Preise und dann siehst du hier jetzt kostenlos anfangen. Und wenn du einen Steuerbescheid abgeben möchtest, hast du 25 Transaktionen frei. Kurze Meinung dazu, das ist viel zu wenig. Ansonsten hast du natürlich hier noch die Möglichkeit, wenn du ein Hobbyist bist, bis zu 500 Transaktionen für 80 Euro. Dann der Trader ist 5000 Transaktionen für 200 Euro und dann eben hier 50.000 Transaktionen für knapp 300 Euro. Wie du siehst, ist das Ganze nicht ganz günstig. Falls du dich über den Link unten in meiner Videobeschreibung anmeldest, kannst du dir aber einiges sparen. Und zwar sehen wir das Ganze hier anstelle von 80 Euro nur 63,20, anstelle von 199 159 Euro und anstelle von knapp 300 knapp 240 Euro. Das heißt, du sparst dir wirklich Geld und du kannst mich unterstützen. Dementsprechend freut es mich, falls du dich über den Link unten in meiner Videobeschreibung anmeldest. Wie sieht das Ganze bei Cointracking aus? Da schauen wir rüber und zwar hier die kostenlose Version als erstes. Du hast hier 200 Transaktionen frei, bei Accounting nur 25. Das heißt, du hast hier fast das Zehnfache für umsonst. Wenn dir also hier zum Beispiel 200 Transaktionen langen, dann bist du genau hier richtig. Der nächste Schritt wären 3.500 Transaktionen für 8,99 im Monat, was ungefähr 110 Euro im Jahr wären. Wir schauen mal zu Accounting rüber, was wäre es da? Da ist es so ein Zwischending. Und zwar hast du ja hier 500 Transaktionen und hier 5.000 Transaktionen. Dort bist du also mit 110 Euro dazwischen. Wir müssen aber natürlich dazu sagen, zu den 110 Euro kommen noch 10% Abzug, falls du dich unten in der Beschreibung über den Link anmeldest. Dann die nächste Version wäre Expert. Und zwar hast du hier 20.000 Transaktionen für 14 Euro im Monat. Hier müsstest du natürlich auch die 10% abziehen. Wir ziehen die jetzt mal nicht ab. Das heißt, du wärst bei ungefähr 170 Euro, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und du wärst dann also hier in diesem Paket. Das würde dich ohne Rabatt 10 Euro mehr kosten bei Cointracking. Du hättest aber viermal so viele Transaktionen. Das heißt, du bist dort wirklich einiges günstiger. Für 240 Euro gibt es hier die 50.000 Transaktionen. Wir schauen einfach mal hier. 50 und dann bist du bei 18 Euro im Monat. Das müssten jetzt also 200 ungefähr 15 Euro im Jahr sein, also ohne Rabatt. Mit Rabatt wärst du bei 195 Euro und selbst ohne Rabatt bist du hier günstiger mit den gleichen Transaktionen wie hier bei Accounting. Und wenn wir dann mal weiterschauen, hast du auch noch 100.000 Transaktionen für 22 Euro, wo du bei knapp 300 Euro sein dürftest. Wie gesagt, falls du dich unten in der Beschreibung über meinen Link anmeldest, dann bekommst du 10% Rabatt. Das heißt, das ist natürlich ein bisschen günstiger für dich und du unterstützt mich. Das Ganze ist weder hier großartig eine Werbung für das ein oder andere Tool. Ich versuche dir das Ganze nur objektiv näher zu bringen. Bei den Börsen und den Münzen und den Wallets nehmen sich beide wirklich nicht viel. Da musst du wirklich für dich entscheiden, was dir wichtiger ist oder welche Münze dir wichtiger ist. Wenn du dann hier bei den Preisen bist, dann ist Cointracking definitiv der Gewinner, denn die sind deutlich günstiger. Wir schauen uns jetzt hier einfach mal das Dashboard an und du siehst, das Ganze ist recht simpel und einfach aufgebaut. Mir gefällt das Ganze, wenn es dir nicht gefällt, dann musst du einfach mal gleich bei Accounting schauen. Wichtig hier zu sagen, es gibt im Verlauf des Jahres ein Update. Das beinhaltet neue Funktionen, aber natürlich auch eine neue überarbeitete Oberfläche, die dann noch einfacher und noch besser aussehen soll. Dementsprechend musst du auch hier vielleicht einfach mal abwarten. Du siehst hier wirklich alles Wichtige, einen schönen Überblick, Tabellen, Statistiken und so weiter. Du kannst dann aber natürlich auch hier bei deinen Münzen einfach mal schauen. Du kannst das Ganze natürlich auch erst einmal hier auf Deutsch stellen.
Und dann hast du hier eben noch die Übersicht und du siehst, was du wann wie gekauft hast. Du kannst es dann auch hier eintragen und so weiter und so fort. Das Ganze gefällt mir also hier wirklich sehr gut und ich finde das Ganze auch sehr einfach aufgebaut. Bei Accounting ist das Ganze ein bisschen anders. Und zwar, wenn wir hier einfach mal auf das Portfolio gehen, das Ganze ist hier ein Demo-Portfolio. Du siehst, das Ganze ist auch recht einfach aufgebaut. Ich persönlich finde das aber irgendwie zu wenig sagend. Du hast hier wirklich wenig, was du dir anschauen kannst. Du kannst meiner Meinung nach nicht so sehr in die Tiefe einsteigen. Und dementsprechend finde ich das Ganze, ja, nicht gerade perfekt. Ja, da hat jeder einen anderen Geschmack, zum Glück. Und deswegen darfst du auch selber entscheiden, was dir besser gefällt. Du hast dann hier eben nochmal die ganzen Wallets, die ganzen Übersichten. Dann hast du hier den vollständigen Datensatz, wo, wie, was, wann geflossen ist und so weiter. Also du findest schon überall alles. Mir gefällt halt einfach Cointracking besser. Deswegen habe ich die auch angeschrieben und habe gefragt, ob sie da Bock auf eine Partnerschaft hätten. Und da bin ich auch wirklich froh drum. Ansonsten kannst du hier natürlich auch deine Wallets hinzufügen und so weiter und so fort. Du siehst, die bieten im Endeffekt beide das Gleiche. Ich finde Accounting vom Prinzip her gut. Ich finde es auch an sich von den manchen optischen Einheiten hier auch besser, aber zu wenig. Ich finde hier bei Cointracking wird mir deutlich mehr geboten. Ich habe hier deutlich mehr Übersichten, ich habe hier deutlich mehr Möglichkeiten. Ich kann mir auch hier anzeigen lassen, was schon short oder lang ist. Das heißt, was ist schon ein Jahr da, was kann ich verkaufen, was kann ich noch nicht verkaufen. Was liegt eben das steuerfreie Jahr und so weiter. Dementsprechend musst du hier wirklich für dich entscheiden, was ist dein Gewinner. Mein Gewinner ist Cointracking, weil es günstiger ist, weil es meiner Meinung nach mehr Möglichkeiten zum Tracken gibt und weil sie einfach hier mir von der ganzen Funktionalität am besten gefallen. Wenn du aber sagst, nein, mir gefällt eben hier Accounting besser, weil es mehr meine Farben sind oder weil sie hier irgendwas anbieten, was die anderen nicht anbieten, dann darfst du dich natürlich hier gern frei bei Accounting anmelden. Dementsprechend findest du für beide auch unten den Link unten in der Videobeschreibung. Mit beiden kannst du mich unterstützen und mit beiden bekommst du einen gewissen Rabatt. Dementsprechend lass mich gerne in den Kommentaren wissen, wo du dich anmeldest, wo du vielleicht schon angemeldet bist, was dir besser gefällt und warum du vielleicht hier oder dort schon bist. Lass mir natürlich auch gern ein Like und ein Abo da. Wenn dir etwas nicht gefallen hat, dann lass mir auch gern konstruktive Kritik da. Ansonsten sehen wir uns natürlich schon morgen zum nächsten Video zukünftiger Kryptorentner. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today.